In dieser Anleitung möchte ich zeigen, wie man Videos bei Office 365 hochladen kann. Im Speziellen geht es darum, wenn man dies mit einem Smartphone oder Tablet machen möchte. Voraussetzung ist, dass man sich bei Office 365 angemeldet hat und natürlich mit dem Internet verbunden ist. Anschließend wählt man die Anwendung Stream. An unserer Schule bestehen bereits Gruppen, also jede Klasse ist in einer Gruppe und diese Gruppe wird unterteilt in Kanäle, sogenannte Channels. Dies macht Sinn, denn diese Channels können zum Beispiel bei Teams geteilt werden. Man wählt meine Inhalte, meine Gruppen, die passende Klasse und den Channel. In diesem Beispiel nehme ich den Channel Unterricht. Hier hat man die Möglichkeit, direkt in diesen Channel etwas hochzuladen oder gleich aufzunehmen. Dies sieht bei jedem Gerät ein bisschen anders aus. Ich wähle jetzt Video oder Foto direkt aufnehmen. Hier muss ich noch umstellen, dass ich ein Video aufnehmen möchte und dann kann ich gleich loslegen. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, kann ich dieses gleich verwenden. Es macht im Anschluss noch Sinn, diesem Video einen Namen zu geben. Eventuell eine Beschreibung einzufügen. Die Berechtigungen sind bereits gesetzt. Nur Mitglieder dieser Gruppe haben die Möglichkeit, diesen Film sehen zu können. Anschließend muss ich das veröffentlichen. Je nach Größe kann es einen Moment dauern, bis der Film hochgeladen wird und die hochgeladenen Filme sind im Anschluss unter meine Inhalte, der Gruppe und dem gewählten Channel zu finden.